12 Mann hatten wir gebraucht. 12 Mann, die eine alte Dau segeln konnten. An einem heißen Dezembermorgen stimmten sie sich an Bord auf die Reise ein, mit einem alten Seemannslied aus Oman. 12 Mann, die vor Jahren auf der Afrika-Route Segelerfahrung gesammelt hatten und die für uns die jahrtausendealte Tradition der arabischen Seefahrt wieder aufleben ließen. 12 ferne Nachfahren von Sindbad, dem legendären Seefahrer. Sieben Reisen machte Sindbad der Seefahrer. Sieben Reisen voll riesiger Gefahren und unglaublicher Abenteuer. So steht es in den Geschichten aus 1001 Nacht aus dem 8. Jahrhundert. Heute wissen wir, dass die arabische Seefahrt noch weiter zurückreicht. Gut 5000 Jahre Erfahrung in Schiffbau, Handel und Navigation liegen hinter uns, als die Arus al-Bahar in den Golf von Oman ausläuft. Schon im Jahr 2500 vor Christus ließ König Sargon aus dem Zweistromland auf einer Tontafel niederschreiben, dass Schiffe aus Makkan am Quai seiner Metropole anlegten. Mittlerweile weiß man sicher, dass sich das Gebiet des sagenhaften Makkan mit dem heutigen Oman deckt. Damals hatten die Schiffe Makkans bereits Kupfer und wertvolles Gestein nach Mesopotamien gebracht. Wie zu Zeiten Sindbads ist der Kapitän auf die Monsunwinde angewiesen. Den Südwestmonsun von April bis September und den stärkeren Nordostmonsun in den Wintermonaten. Gewöhnlich liefen die Schiffe von Sochar im heutigen Oman während des Nordostmonsuns im November oder Dezember aus. An den Küsten Indiens, Malaysias und auf den Inseln zwischen Singapur und der Südchinasee wurde Station gemacht. Den Sommer über blieben die Schiffe meist in Kanton, um im Herbst mit den dann wieder günstigen Winden die 4 Monate dauernde Heimreise anzutreten. Die zweite wichtige Route führte in Richtung Afrika an der Insel Socotra vorbei nach Sansibar und zu den arabischen Städten an der Ostküste des Schwarzen Erdteils. Durch dieses Netzwerk sich kreuzender Seerouten kontrollierten arabische Schiffe den Golf, den nördlichen Indischen Ozean und das Rote Meer. Schon immer begleiteten muntere Delfine sie bei ihrer Fahrt durch die warmen Gewässer. Wie konnten die arabischen Seefahrer damals außer Sichtweite der Küsten ihren Kurs bestimmen? Am wichtigsten war die Orientierung nach den Sternen, vor allem dem Polarstern. Der Kapitän bediente sich dabei einer einfachen, aber genialen Methode, um die Breitenposition seines Schiffes festzustellen. Ein kleines Brettchen, das sogenannte Kamal, wird waagerecht vor dem Gesicht verschoben, bis die Unterkante mit dem Horizont und die Oberkante mit dem hell leuchtenden Polarstern übereinstimmt. Je weiter nördlich der Kurs der Dau führt, umso höher steht der Polarstern über dem Horizont. Jeder Knoten an der Schnur steht für einen bestimmten Ort an der Küste. Der Knoten, der dem Brettchen am nächsten liegt, gibt die tatsächliche Breitenposition des Schiffes an.
fährt das Schiff zum Beispiel in Nord-Süd-Richtung entlang der Küste Vorderindiens und der Knoten für die Stadt Calicut berührt das Brettchen, dann weiß der Kapitän, dass er eine Position nahe dieser Stadt vor der Küste erreicht hat. Allerdings kann mit dem Kamal nur eine Nord-Süd-Peilung vorgenommen werden, weil er sich nach dem Polarstern im Norden orientiert. Die Erzählungen von den sieben Reisen Sindbads beschreiben nicht nur fantastische Abenteuer. Sie und andere Texte enthalten auch genaue nautische Beobachtungen. Im Nationalarchiv von Muscat in Oman fanden wir diese kostbare Handschrift, den sogenannten Schatz der geheimen Wissenschaft des Meeres. Darin entdeckten wir Abbildungen von Bootstypen, exakte Angaben zum Stand der Sonne und der Gestirne, zu Strömungsverhältnissen, Windrichtungen, Routen und Süßwasserquellen. Diese nautischen Handbücher, Rachmanis genannt, wurden immer wieder bis in die 40er Jahre unseres Jahrhunderts abgeschrieben und mit Windrosen und Kompasszeichen illustriert. Eine andere Rachmani-Handschrift enthält Umrisszeichnungen auffälliger Landmarken und Felsformationen von Vorgebirgen, die dem Kapitän in Sichtweite des Landes die Orientierung erleichtern sollen. Auf diese Weise tasteten sich die Boote anfangs an den Küsten entlang. Später begannen die Routen auch übers offene Meer zu führen. Die kühnen Entdecker aber waren nie frei von Furcht. So schrieb Kalif Omar im 6. Jahrhundert an seinen General Amr: Die See ist eine grenzenlose Weite, auf der die großen Schiffe wie winzige Flecken aussehen, wo es nichts gibt als den Himmel über uns und das Wasser unter uns, wo langsam das Herz des Seemanns gebrochen wird. Vertraue dem Meer wenig und fürchte es mit ganzem Herzen. Ruinen alter Handelsstädte in Oman. Hier, am Kreuzungspunkt der Seewege nach China und Indien, ins Rote Meer und nach Ostafrika, siedelten Menschen an der Küste, von den Griechen Fischesser genannt, und im Landesinnern, in den steinigen Wüsten hinter dem mächtigen Küstengebirge. Um zu den alten Städten im Innern des Landes zu gelangen, muss man erst einmal das Bollwerk der Küstenberge überwinden. Bis zu 3000 Meter hoch ragen die Felsen über den wasserlosen Schluchten. Viele mühsame Tagesreisen trennen die historischen Festungen, die Forts und Oasensiedlungen von der schutzlos offenen Küste. Aber auch diese Bauwerke fielen den Wirren der Geschichte zum Opfer. Die verfallenen Fassaden und Gemächer lassen noch den Glanz vergangener Zeiten ahnen, als der Handel dieses Land reich gemacht hatte. Auch Sindbad kehrte von jeder seiner abenteuerlichen Reisen als reicher Mann in die Heimat zurück. So jedenfalls behauptet die Legende. Ein idealer Platz für Märchen und Sagen, der Suk. Auf dem typischen Markt trifft man sich zu Palaver und Geschäften. Ein alter Mann versucht gerade einen omanischen Krummdolch, einen Kanjar, zu versteigern. Bei den Männern, die nach der Hitze des Tages hier zusammenkommen, stößt er allerdings auf wenig Interesse. Wir reisten, erzählt Sindbad, von einer Insel zur anderen, von einem Meer ins andere, von einer Küste zur anderen. Überall, wo wir ankerten, kauften oder tauschten wir unsere Waren. Mit Kupfer und Erzen, Teppichen und Datteln, Baumwolle und Leinen machten sich die Männer auf den Weg.
Wenn sie zurückkamen, hatten sie Seide und Porzellan aus China, Teakholz und Reis aus Indien und Sklaven und Elfenbein aus Ostafrika geladen. Auf den Souks wurde das alles unter die Leute gebracht. In der Oasenstadt Adam am Rande der zentralen Steinwüste Omans stoßen wir in einer unscheinbaren Moschee auf dieses kostbare Relief aus weichem Kalkstein. Es soll angeblich 639 nach Christus, also nur 17 Jahre nach der Gründung des Islam, an einem fremden, namenlosen Ort im Auftrag eines Scheiks angefertigt und erst später hierher gebracht worden sein. Im Zentrum dieses sogenannten Mihrab, der Gebetswand der Moschee, ist ein chinesischer Porzellanteller eingemauert. Ein symbolischer Hinweis auf den Seehandel mit dem fernen Osten. Und für jeden Betrachter ein Anreiz, sich eine abenteuerliche Geschichte dazu auszumalen. Wie der Teller die monatelange, gefahrvolle und strapaziöse Reise von Kanton über einen Souk an der Küste Omans bis nach Adam überstanden haben mag. Der Reichtum geometrischer Ornamente in der islamischen Kunst ist überwältigend. Kein Muster gleicht dem anderen. Die Festung Bachla war über Jahrhunderte Sitz des Imam, des geistlich-weltlichen Herrschers von Oman. Genauso bekannt ist Bachla allerdings auch für seine Magier und seine Geister, die Dschinns. Die Küste an der Straße von Hormus, der Meerenge zum Persischen Golf, bildete ideale Schlupfwinkel für die ersten Siedler. Schon vor mehr als 7000 Jahren, so nimmt man an, ließen sich in den geschützten Buchten dieser natürlichen Festung Fischer und Sammler nieder. Damals regnete es hier wesentlich mehr als heute, sodass sich Menschen entlang der gesamten Küstenlinie Arabiens ansiedeln konnten. Wahrscheinlich bestanden die ersten Boote dieser Küstenbewohner aus Binsen und anderem leichten Pflanzenmaterial. Für diese einfachen Fischer muss die Eroberung des ihnen völlig fremden Meeres ähnlich verlockend und schwierig gewesen sein, wie für uns heute die Erforschung des Weltraums. Vor einigen Jahren machte der italienische Archäologe Professor Tosi am Cap Algines einen sensationellen Fund. Bei einem Spaziergang am Strand, wo die Seeschildkröten nachts zur Eiablage an Land kommen, entdeckte er im Sand eine kleine Tonscherbe. Sie war mit unbekannten Schriftzeichen versehen. Bis heute ist diese 4000 Jahre alte Schrift noch nicht entziffert. Doch ihre Herkunft weist eindeutig auf die Kultur am Indus hin. Und die liegt immerhin 500 Kilometer weiter östlich auf dem asiatischen Festland. Sollte damals tatsächlich eine direkte Verbindung zwischen der Ostspitze Arabiens und der Hochkultur am Indus bestanden haben, es wäre die weltweit früheste Schifffahrtslinie über das offene Meer. Auch in Harappa, im heutigen Pakistan, fand man vergleichbare Tonfragmente mit Schriftzeichen und Ornamenten. Maurizio Tosi und Serge Clusiou von der Pariser Sorbonne erhielten von der omanischen Regierung die Erlaubnis,
am Kap Algines nach weiteren Spuren zu forschen. Ihre Ausgrabung entwickelte sich zur bedeutendsten in ganz Arabien. Niedrige Mauerreste lassen die Umrisse kleiner Gebäude erkennen, vermutlich von Warenlagern. Wochenlang hat das Team hier in mühsamer Kleinarbeit Eimer um Eimer des sandigen Deckmaterials über der Kulturschicht abgetragen. Darunter kamen die ersten Funde zutage. Bronzefragmente, Tonscherben und Fischknochen. Jedem Archäologen fällt ein bestimmter Bereich in den abgesteckten Planquadraten zu. Omanis aus den nahegelegenen Dörfern wurden bald zu begeisterten Ausgräbern mit viel Feingefühl und scharfen Augen für unscheinbare Kulturreste. Sie waren fasziniert davon, dass in ihrem Stammesgebiet schon vor 4000 Jahren Menschen gesiedelt haben. Serge Clusiou ist einer der besten Kenner arabischer Vorgeschichte. Großzügig erlaubte er uns Aufnahmen der noch unveröffentlichten Fundstücke, die sorgfältig verpackt und katalogisiert auf ihre weitere Auswertung im Labor warten. Neben Kupferbarren und Muschelringen ist vor allem dieser Knochenkamm bedeutsam, da die Ornamente klar auf seine Herkunft vom Indus hinweisen. Ebenso wichtig sind diese Scherben mit charakteristischen Ornamenten der Induskultur. In den Hausresten kamen auch mehrere Bronzesiegel ans Licht, die ebenfalls etwa 4000 Jahre unter Geröll und Sand erhalten blieben. Ein Fischhaken aus Bronze und ein Stück Erdpech mit Abdrücken von Meerestieren und Pflanzenstängeln. Es diente wohl als Dichtungsmaterial in einem der primitiven Binsenboote. Diese Schale aus Speckstein vom Indus beweist ebenfalls, dass von hier eine regelmäßige Seeverbindung mit Asien bestand. Bereits zur Blütezeit der Induskultur müssen aber auch zahlreiche Landwege Oman und das übrige Arabien durchzogen haben. Denn auch weit im Hinterland wurden Tonscherben derselben Kultur gefunden. In Expeditionsberichten aus der Anfangszeit archäologischer Forschung in Oman hatten wir nach Hinweisen auf alte Siedlungsreste im Landesinnern gesucht. Ein Bericht von 1976 beschrieb erstmals eine Reihe von eigenartigen Gräbern, die westlich der Sandwüste von Wahiba in einem Felstal namens Al-Ain liegen sollen. Genaue Karten von diesem Gebiet gibt es nicht. Die Route führt über den feinen Schotter eines ausgetrockneten Flussbettes immer tiefer in die Felsschluchten hinein. So muss man sich vermutlich die Kulisse zu Sindbads zweiter Reise vorstellen. Ein Tal von Bergen umgeben, die so hoch sind, dass man ihre Spitzen nicht mehr sehen kann. Ihre Flanken waren so unwegsam, dass die Bewohner dieser Gegend nur mit Hilfe eines Tricks an die unten in Hülle und Fülle herumliegenden Diamanten kommen konnten. Sie schlachteten einfach ein Lamm, häuteten es und warfen es den Abhang hinunter, auf das sich die Edelsteine in seinem Fleisch verfingen. Geier flogen herbei und trugen das Fleisch mit den Diamanten in die Höhe zu ihren Nestern. Dort konnten die Männer ihre wertvolle Beute einsammeln. Man kommt in dieser Umgebung, fernab jeglicher Zivilisation, leicht auf solche bizarren Gedanken.
Das Felsental Al-Ain endet vor der grandiosen Kulisse einer Kalksteinwand. Davor liegen die Bienenkorbgräber. Seit etwa 5000 Jahren dringen die Strahlen der Abendsonne ins Innere der Kuppelbauten. Kein Skelett, keine Grabbeigabe blieb erhalten. Die Totenhäuser wurden ohne Mörtel aus geschichteten Steinen errichtet, die einen Doppelmantel bilden. Ähnliche Gräber sind in einem riesigen Gebiet von der Golfküste bis nach Oman bekannt geworden. Schon um 2500 vor Christus brachten Schiffe aus Oman Kupfer ins Zweistromland. Hier oben, in den glühend heißen Bergen von Samad, liegen die antiken Kupfergruben. Dr. Gerd Weisgerber vom Deutschen Bergbaumuseum in Bochum untersuchte in jahrelanger mühevoller Arbeit die alten Schächte, Siedlungsreste und Verhüttungsplätze. Er fand heraus, dass zur Beschaffung des Brennmaterials für die Verhüttung mindestens 20 Millionen Bäume abgeholzt wurden. In frühislamischer Zeit erlebte der Kupferbergbau in Oman eine zweite Blütezeit. Nahe dem Verhüttungsplatz von Lasail sind noch die Grundmauern von Wohnhäusern aus der Zeit um 900 nach Christus erkennbar. In der Verwitterungszone eines Erzganges blieb dieser vor 1000 Jahren geschaffene Torbogen stehen. Ein letztes Wahrzeichen des traditionsreichen Kupferbergbaus in Oman. Die weiten Schlackenfelder an den Verhüttungsplätzen vermitteln einen Eindruck vom Ausmaß des antiken und frühislamischen Kupferabbaus. Bei Lasail liegen nicht weniger als 100.000 Tonnen Schlacke. Die allermeisten romanischen islamischen Schlackenhalden, also die aus der Zeit von 800 bis 950 nach Christus, sind gekennzeichnet durch solche Löcher, die in die alten Halden gegraben sind. Der Zweck war, in dieser Schlacke Teile zu finden, in denen noch relativ viel Kupfer ist, damit man die wieder verschmelzen kann. Ab und zu findet man auch heute noch so ein Stück, wo das Kupfer grün austritt. Einst transportierte man die Kupferbarren auf Eselsrücken zur Küste. Dort verlud man sie auf Segelschiffe. Die fuhren durch die Straße von Hormus in Richtung Zweistromland. Auf der Insel Bahrain wurde Station gemacht. Die hervorragende geografische Lage, Süßwasserquellen und Palmenhaine machten diese Insel zum idealen Umschlaghafen und Zentrum der versunkenen Dilmun-Kultur. Ihr eindrucksvollstes Monument ist der sogenannte Barbar-Tempel, der vor etwa 4000 Jahren als geweihte Versammlungsstätte diente. Das Land Dilmun ist heilig, heißt es in einem sumerischen Keilschrifttext. Aus der Dilmun-Zeit stammt auch das wohl größte Gräberfeld der Welt. Es liegt am Rande der modernen Stadt Manama. Man hat dort 172.000 Grabhügel gezählt. Das benachbarte Dubai ist heute der größte Dauhafen des Golfes. Die mit Dieselmotoren ausgestatteten Boote verkehren immer noch zwischen den Häfen der Emirate und den Küstenstädten Indiens und Ostafrikas. Die alten Dhows verschwinden mehr und mehr aus dem Hafenbild. Containerschiffe haben ihre Aufgabe übernommen. Im Hafen von Maskat in Oman
liegt das Wrack der letzten Khanja. Ein Bootstyp, dem teils portugiesische, teils indische Schiffe als Vorbild dienten. Die Atayat al-Rahman wurde erst 1930 in der Hafenstadt Sur gebaut. Noch vor 5 Jahren brachte diese Khanja mit 20 Mann Besatzung Güter nach Ostafrika. Zeugnis einer stolzen Tradition, das heute schutzlos verrottet. Für die junge Generation, die immer noch in der strengen Tradition des Islam und nach Sitte der Väter aufwächst, sollten die Zeugnisse der stolzen Seefahrtsgeschichte erhalten werden, bevor es zu spät ist. Denn wie heißt es am Anfang der Geschichten aus Tausend und einer Nacht? Das Leben der Früheren ist eine Lehre für die Späteren, auf dass der Mensch die Lehren, welche anderen zuteil geworden sind, erkenne und sich daran bereichere und die Geschichte der älteren Völker lese und sich daraus unterrichte. Gelobt sei Allah, der die Taten der Vorfahren als Vorbild für spätere Generationen aufgestellt hat. Noch liegen am Strand der Batina-Küste Nordomans die altertümlichsten Boote Arabiens, die sogenannten Shashash. Sie sind aus Palmblattrippen hergestellt und gehen möglicherweise auf jene Binsenboote zurück, mit denen vor Jahrtausenden die ersten Seefahrten im Golf unternommen worden sind, noch lange vor Sindbad. Die Shashash werden als Fischerboote zum Sardinenfang benutzt. Sie sind erstaunlich manövrierfähig, sogar mit einem Außenbordmotor. An der Südküste des Landes, in Dhofar am Indischen Ozean, lagen in alter Zeit die Häfen für den Export von Weihrauch. In den Erzählungen der Fischer lebt die Erinnerung an die glanzvolle Vergangenheit fort, als Seerouten und Karawanenpisten Dhofar mit dem Reich der Königin von Saba und dem Mittelmeer verbanden. Ganz in der Nähe, in Takka, ruhen vom Sande verweht die letzten Sambuk, die vor der Einführung moderner Glasfiberboote ebenfalls zum Sardinenfang dienten. Ihre Planken sind mit Kokosstricken verbunden. Ähnlich waren bis zur Ankunft der Portugiesen alle Boote konstruiert, sogar die Segelschiffe für die Hochseefahrten nach China. Marco Polo berichtete im 13. Jahrhundert aus der See- und Handelsstadt Hormus: Die Schiffe haben keine Eisenverbindungen. Sie sind nur zusammengefügt mit Stricken aus den Faserhüllen indischer Kokosnüsse. Eine Buchillustration von 1237 zeigt ein Boot aus dem Irak in dieser antiken Bauweise. Die Kokosstricke sind als Doppelstriche am Verbund der Planken erkennbar. Das machte die Schiffe äußerst elastisch. Bei Sturm allerdings brachen viele auseinander. Die Schiffsbaukunst Omans setzt sich in der Stadt Sur bis heute fort. Es sind sogenannte Boom, die hier wie zu Zeiten Sindbads ohne Plan nur nach Überlieferung und Augenmaß gebaut werden. Der Boom ist die klassische Form der omanischen Schiffe mit geradem Bug und Heck. Schon immer haben Inder aus Calicut und von der Malabar-Küste in den Bootswerften Omans gearbeitet. Auch das dauerhafte Teakholz wird aus Indien importiert. Zunächst legt der Schiffszimmermann den Kiel aus. Dann werden an einem Gerüst die Planken aufgezogen. Die außen angebrachten Stützhölzer werden später wieder abgenommen. Mit dem altertümlichen Drillbohrer bohrt man Löcher für die geschmiedeten Nägel, die seit 200 Jahren die Verbindung durch Kokosstricke ersetzen. Es war schon beeindruckend für uns, die Geburt dieses Bootskörpers miterleben zu dürfen.
zusehen zu können, wie in unserer vollautomatisierten Zeit ein Fahrzeug nur mit Hand, Auge und jahrhundertealtem Wissen zusammengezimmert wird. Möglicherweise war die Bauweise aus Hartholz bereits vor dem 2. Jahrtausend vor Christus üblich, denn die altertümliche Konstruktion aus wasserdurchlässigen Binsen war kaum geeignet für Seereisen über das offene Meer zur Zeit der heftigen Monsunwinde. Die heute gebauten Boote sind kleiner als jene Segelschiffe, die man früher für Hochseefahrten benutzte. Dennoch gleichen sie äußerlich den klassischen Boom der Fernostfahrten. Auf einer portugiesischen Karte von 1519 sind vor der südarabischen Küste neben den europäischen Schiffen mehrere arabische Boom mit dem Halbmond im Segel erkennbar. Dieses Trümmerfeld war einst eine der wichtigsten und reichsten Hafenstädte Omans, Kalkat. Der portugiesische Eroberer Albuquerque legte die Stadt Anfang des 16. Jahrhunderts in Schutt und Asche. Auch hier zeugen Scherben chinesischen Porzellans von Reisen ins Reich der Mitte. Bisher hat niemand in Kalkat wissenschaftlich gegraben. Noch liegt die Stadt verlassen und unberührt. Das einzige erhaltene Bauwerk ist ein Mausoleum für die geheimnisvolle Bibi Miriam. Im 14. Jahrhundert besuchte der berühmte arabische Reisende Ibn Battuta die Stadt Kalkat. Er berichtet: Kalkat besitzt gute Basare und eine äußerst schöne Moschee, deren Wände mit feinen Kacheln ausgelegt sind. Die Bewohner sind Handelsleute und leben ausschließlich von den Gütern, die über den Indischen Ozean kommen. Die Ankunft jedes Schiffes versetzt die Stadt in größte Freude. Längst ist der Hafen versandet. Von hier aus liefen auch die Segler nach Ostafrika aus. Entlang der Küste Dhofars, an der Insel Socotra vorbei, zum Archipel von Lamu und weiter zu den Städten an der Festlandküste des heutigen Kenia bis nach Sansibar, das einst Sinje hieß. Wie damals übernehmen kleinere Segler, sogenannte Jihazi, den Küstenverkehr zwischen den Korallenriffen. In ihrer Bauweise erinnern sie an arabische Vorbilder, die einst Datteln und indische Baumwolle, Eisenwaren und Glasperlen, persisch glasierte Keramik und chinesisches Porzellan nach Sansibar brachten. Vor Sansibar tauchten die arabischen Segler gewöhnlich Mitte Februar auf. Bis zum Einsetzen der wieder heimwärts führenden südwestlichen Winde blieben etwa 2 Monate. Zeit genug, um Geschäfte zu machen und Waren für die Heimreise zu kaufen. Elfenbein, Sklaven, Leopardenfelle, Gewürze und Roheisen. Von Sansibar aus wurde zeitweise sogar das omanische Mutterland regiert. Der neue Sultanspalast steht direkt am Hafen. Daneben liegt ein Fort aus dem 18. Jahrhundert. Arabisch-asiatische Einflüsse auf Sansibar und der Nachbarinsel Pemba kamen nicht nur von den Omanis, sondern auch aus dem südwestlichen Arabien, aus dem Iran, Irak und aus Indien. Am deutlichsten spiegelt sich diese vielfältige Herkunft
in den Gesichtern der Menschen wieder. Die meisten Omanis mussten Sansibar während der Revolution 1964 verlassen. Ihre Häuser und die der indischen Kaufleute mit prächtig geschnitzten Portalen werden heute zu einem Großteil von der Swahili sprechenden schwarzen Bevölkerung bewohnt. Die ursprünglich arabische Altstadt verfällt zusehends. Doch gerade weil der tansanischen Regierung die Geldmittel zum modernen Ausbau der Stadt fehlen, blieb auf Sansibar die exotische Tropenatmosphäre erhalten. Erinnert noch vieles an den Glanz der Seefahrerzeit, stößt man auf Spuren des berüchtigten Sklavenhandels und der von hier ausgegangenen Entdeckungsreisen ins Innere Afrikas. Das Gebäude der Ithnashery Armenklinik mit reichen Holzschnitzereien wurde 1899 unter der Regierung Königin Victorias von England errichtet. 9 Jahre zuvor, im Jahre 1890, hatte Bismarck diese ehemals deutsche Kolonie gegen die Insel Helgoland mit den Briten getauscht. Nach der Hitze des Tages füllen sich gegen Abend die Straßen des Bazar. Bereits 100 Jahre nach Einführung des Islam brachten omanische Seefahrer diese Religion nach Ostafrika. Täglich versammeln sich Gläubige in der Moschee am Bazar, um hier die Texte des Koran zu lesen. Im Nationalarchiv der Stadt entdecken wir Fotografien von Ruinen arabischer und persischer Niederlassungen und Moscheen aus dem 14. Jahrhundert. Einige der vergilbten Aufnahmen stammen noch aus der deutschen Kolonialzeit. Da Mittel zur Restaurierung fehlen, sind mehrere dieser ehrwürdigen Monumente inzwischen verfallen oder vom Urwald überwuchert. Im Dorf Kisimkazi liegt die älteste Moschee Afrikas aus dem 12. Jahrhundert, in der noch heute Gottesdienste abgehalten werden. Auf der Nachbarinsel Pemba gegenüber dem afrikanischen Festland entdeckten Archäologen Grabmonumente und die Mauerreste einer geräumigen Moschee, die wahrscheinlich im 14. Jahrhundert von persischen Muslims errichtet wurde. Der Untergang dieser und anderer früher Siedlungen bleibt rätselhaft. Die Ruinen der geschichtsträchtigen Bauwerke auf Pemba verraten nichts über Namen und Schicksal ihrer Erbauer. Dennoch werden diese heiligen Stätten in Ehren gehalten. Gläubige kommen gelegentlich von Sansibar herüber zur gegen Mekka gerichteten Gebetsnische der Moschee von Kitschokotschwe mit dem eingemauerten chinesischen Porzellanteller. Er ist wohl über Kalchat oder einen anderen arabischen Hafen in diese entlegene Gegend Afrikas gelangt. Auf dem afrikanischen Festland entlang der Küste des heutigen Kenia zeugen weitere Ruinenstädte von der glanzvollen arabischen Herrschaft in Ostafrika vor Ankunft der Portugiesen gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Die neue, von Vasco da Gama entdeckte Seeroute um das Kap der Guten Hoffnung wirkte sich verheerend auf die bisherige Überlegenheit der Araber und Perser aus. Die alten Handelsbeziehungen mit dem Mittelmeerraum durch das Rote Meer, den Golf und über Land verloren zunehmend an Bedeutung. Die Städte verfielen rasch. Unter den mächtigen Baobab-Bäumen dämmern die Ruinen von Gedi. Eine einzige Jahreszahl,
1399, auf einem Grabmal. Fragmente von Tongefäßen und Porzellan. Das sind die dürftigen Spuren der Geschichte dieser Stadt. In keinem der arabischen oder portugiesischen Texte wird sie erwähnt. Ihr Schicksal liegt völlig im Dunkeln. Wenn gegen Abend Horden von Meerkatzen aus dem umliegenden dichten Busch auf die Mauern herabklettern, haben neugierige Besucher das Ruinengelände bereits verlassen. Man sagt, es spukt in der Stadt. Die große Vergangenheit wird wieder lebendig. Glanzvolle Zeiten arabischer Vorherrschaft zur See. Stellvertretend für unzählige arabische Kapitäne, Handelsleute und Eroberer hat sich Sindbad der Seefahrer im Gedächtnis der Menschheit verewigt. Eine Figur der Legende, in der sich jedoch die Wirklichkeit der Geschichte widerspiegelt. Der Seefahrt unter dem Halbmond. Die Ornamente klar auf seine Herkunft vom Indus hinweisen. Ebenso wichtig sind diese Scherben mit charakteristischen Ornamenten der Induskultur. In den Hausresten kamen auch mehrere Bronzesiegel ans Licht, die ebenfalls etwa 4000 Jahre unter Geröll und Sand erhalten blieben. Ein Fischhaken aus Bronze und ein Stück Erdpech mit Abdrücken von Meerestieren und Pflanzenstängeln. Es diente wohl als Dichtungsmaterial in einem der primitiven Binsenboote. Diese Schale aus Speckstein vom Indus beweist ebenfalls, dass von hier eine regelmäßige Seeverbindung mit Asien bestand. Bereits zur Blütezeit der Induskultur müssen aber auch zahlreiche Landwege Oman und das übrige Arabien durchzogen haben. Denn auch weit im Hinterland wurden Tonscherben derselben Kultur gefunden. In Expeditionsberichten aus der Anfangszeit archäologischer Forschung in Oman hatten wir nach Hinweisen auf alte Siedlungsreste im Landesinnern gesucht. Ein Bericht von 1976 beschrieb erstmals eine Reihe von eigenartigen Gräbern, die westlich der Sandwüste von Wahiba in einem Felstal namens Al-Ain liegen sollen. Genaue Karten von diesem Gebiet gibt es nicht. Die Route führt über den feinen Schotter eines ausgetrockneten Flussbettes immer tiefer in die Felsschluchten hinein. So muss man sich vermutlich die Kulisse zu Sindbads zweiter Reise vorstellen. Ein Tal von Bergen umgeben, die so hoch sind, dass man ihre Spitzen nicht mehr sehen kann. Ihre Flanken waren so unwegsam, dass die Bewohner dieser Gegend nur mit Hilfe eines Tricks an die unten in Hülle und Fülle herumliegenden Diamanten kommen konnten. Sie schlachteten einfach ein Lamm, häuteten es und warfen es den Abhang hinunter, auf das sich die Edelsteine in seinem Fleisch verfingen. Geier flogen herbei
und trugen das Fleisch mit den Diamanten in die Höhe zu ihren Nestern. Dort konnten die... Wo das Kupfer grün austritt. Einst transportierte man die Kupferbarren auf Eselsrücken zur Küste. Dort verlud man sie auf Segelschiffe. Die fuhren durch die Straße von Hormus in Richtung Zweistromland. Auf der Insel Bahrain wurde Station gemacht. Die hervorragende geografische Lage, Süßwasserquellen und Palmenhaine machten diese Insel zum idealen Umschlaghafen und Zentrum der versunkenen Dilmun-Kultur. Ihr eindrucksvollstes Monument ist der sogenannte Barbar-Tempel, der vor etwa 4000 Jahren als geweihte Versammlungsstätte diente. Das Land Dilmun ist heilig, heißt es in einem sumerischen Keilschrifttext. Aus der Dilmun-Zeit stammt auch das wohl größte Gräberfeld der Welt. Es liegt am Rande der modernen Stadt Manama. Man hat dort 172.000 Grabhügel gezählt. Das benachbarte Dubai ist heute der größte Dauhafen des Golfes. Die mit Dieselmotoren ausgestatteten Boote verkehren immer noch zwischen den Häfen der Emirate und den Küstenstädten Indiens und Ostafrikas. Die alten Dhows verschwinden mehr und mehr aus dem Hafenbild. Containerschiffe haben ihre Aufgabe übernommen. Im Hafen von Maskat in Oman liegt das Wrack der letzten Khanja. Ein Bootstyp, dem teils portugiesische, teils indische Schiffe als Vorbild dienten. Die Atayat al-Rahman wurde erst 1930 in der Hafenstadt Sur gebaut. Noch vor 5 Jahren brachte diese Khanja mit 20 Mann Besatzung Güter nach Ostafrika. Zeugnis einer stolzen Tradition, das heute schutzlos verrottet. Für die junge Generation, die immer noch in der strengen Tradition des Islam und nach Sitte der Väter aufwächst, sollten die Zeugnisse der stolzen Seefahrtsgeschichte erhalten. Bisher hat niemand in Kalkhat wissenschaftlich gegraben. Noch liegt die Stadt verlassen und unberührt. Das einzige erhaltene Bauwerk ist ein Mausoleum für die geheimnisvolle Bibi Miriam. Im 14. Jahrhundert besuchte der berühmte arabische Reisende Ibn Battuta die Stadt Kalkhat. Er berichtet: Kalkhat besitzt gute Bazare und eine äußerst schöne Moschee, deren Wände mit feinen Kacheln ausgelegt sind. Die Bewohner sind Handelsleute und leben ausschließlich von den Gütern, die über den Indischen Ozean kommen. Die Ankunft jedes Schiffes versetzt die Stadt in größte Freude. Längst ist der Hafen versandet. Von hier aus liefen auch die Segler nach Ostafrika aus. Entlang der Küste Dhofars, an der Insel Socotra vorbei, zum Archipel von Lamu und weiter zu den Städten an der Festlandküste des heutigen Kenia bis nach Sansibar, das einst Sinje hieß. Wie damals übernehmen kleinere Segler, sogenannte Jihazi, den Küstenverkehr zwischen den Korallenriffen. In ihrer Bauweise erinnern sie an arabische Vorbilder, die einst Datteln und indische Baumwolle, Eisenwaren und Glasperlen, persisch glasierte Keramik
und chinesisches Porzellan nach Sansibar brachten. Vor Sansibar tauchten die arabischen Segler gewöhnlich Mitte Februar auf. Bis zum Einsetzen der wieder heimwärts führenden südwestlichen Winde blieben etwa 2 Monate. Zeit genug, um Geschäfte zu machen und Waren für die Heimreise zu kaufen. Elfenbein, Sklaven, Leopardenfelle, Gewürze und Roheisen. Von Sansibar aus wurde zeitweise sogar das omanische Mutterland regiert. Der neue Sultanspalast steht direkt am Hafen. Daneben liegt ein Fort aus dem 18. Jahrhundert. Die Schiffsbaukunst Omans setzt sich in der Stadt Sur bis heute fort. Es sind sogenannte Boom, die hier wie zu Zeiten Sindbads ohne Plan, nur nach Überlieferung und Augenmaß gebaut werden. Der Boom ist die klassische Form der omanischen Schiffe mit geradem Bug und Heck. Schon immer haben Inder aus Calicut und von der Malabar-Küste in den Bootswerften Omans gearbeitet. Auch das dauerhafte Teakholz wird aus Indien importiert. Zunächst legt der Schiffszimmermann den Kiel aus. Dann werden an einem Gerüst die Planken aufgezogen. Die außen angebrachten Stützhölzer werden später wieder abgenommen. Mit dem altertümlichen Drillbohrer bohrt man Löcher für die geschmiedeten Nägel, die seit 200 Jahren die Verbindung durch Kokosstricke ersetzen. Es war schon beeindruckend für uns, die Geburt dieses Bootskörpers miterleben zu dürfen. Zusehen zu können, wie in unserer vollautomatisierten Zeit ein Fahrzeug nur mit Hand, Auge und jahrhundertealtem Wissen zusammengezimmert wird. Möglicherweise war die Bauweise aus Hartholz bereits vor dem 2. Jahrtausend vor Christus üblich, denn die altertümliche Konstruktion aus wasserdurchlässigen Binsen war kaum geeignet für Seereisen über das offene Meer zur Zeit der heftigen Monsunwinde. Die heute gebauten Boote sind kleiner als jene Segelschiffe, die man früher für Hochseefahrten benutzte. Dennoch gleichen sie äußerlich den klassischen Boom der Fernostfahrten. Auf einer portugiesischen Karte von 1519 sind vor der südarabischen Küste neben den europäischen Schiffen mehrere arabische Boom mit dem Halbmond im Segel erkennbar. Dieses Trümmerfeld war einst eine der wichtigsten und reichsten Hafenstädte Omans, Calhat. Der portugiesische Eroberer Albuquerque legte die Stadt Anfang des 16. Jahrhunderts in Schutt und Asche. Auch hier zeugen Scherben chinesischen Porzellans von Reisen ins Reich der Mitte. Die Moschee, die wahrscheinlich im 14. Jahrhundert von persischen Muslims errichtet wurde. Der Untergang dieser und anderer früher Siedlungen bleibt rätselhaft. Die Ruinen der geschichtsträchtigen Bauwerke auf Pemba verraten nichts über Namen und Schicksal ihrer Erbauer. Dennoch werden diese heiligen Stätten in Ehren gehalten. Gläubige kommen gelegentlich von Sansibar herüber zur gegen Mekka gerichteten Gebetsnische der Moschee von Kitschokotschwe mit dem eingemauerten chinesischen Porzellanteller. Er ist wohl über Calhat oder einen anderen arabischen Hafen in diese entlegene Gegend Afrikas gelangt.
Auf dem afrikanischen Festland entlang der Küste des heutigen Kenia zeugen weitere Ruinenstädte von der glanzvollen arabischen Herrschaft in Ostafrika vor Ankunft der Portugiesen gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Die neue, von Vasco da Gama entdeckte Seeroute um das Kap der Guten Hoffnung wirkte sich verheerend auf die bisherige Überlegenheit der Araber und Perser aus. Die alten Handelsbeziehungen mit dem Mittelmeerraum durch das Rote Meer, den Golf und über Land verloren zunehmend an Bedeutung. Die Städte verfielen rasch. Unter den mächtigen Baobab-Bäumen dämmern die Ruinen von Gedi. Eine einzige Jahreszahl, 1399, auf einem Grabmal. Fragmente von Tongefäßen und Porzellan. Das sind die dürftigen Spuren der Geschichte dieser Stadt. In keinem der arabischen oder portugiesischen Texte wird sie erwähnt. Ihr Schicksal liegt völlig im Dunkeln. Wenn gegen Abend Horden von Meerkatzen aus dem umliegenden dichten Busch auf die Mauern herabklettern, haben neugierige Besucher das Ruinengelände bereits verlassen. Man sagt, es spukt in der Stadt. Die große Vergangenheit wird wieder lebendig. Glanzvolle Zeiten arabischer Vorherrschaft zur See. Stellvertretend für unzählige arabische Kapitäne, Handelsleute und Eroberer hat sich Sindbad der Seefahrer im Gedächtnis der Menschheit verewigt. Eine Figur der Legende, in der sich jedoch die Wirklichkeit der Geschichte widerspiegelt. Der Seefahrt unter dem Halbmond. Zeit genug, um Geschäfte zu machen und Waren für die Heimreise zu kaufen. Elfenbein, Sklaven, Leopardenfelle, Gewürze und Roheisen. Von Sansibar aus wurde zeitweise sogar das omanische Mutterland regiert. Der neue Sultanspalast steht direkt am Hafen. Daneben liegt ein Fort aus dem 18. Jahrhundert. Arabisch-asiatische Einflüsse auf Sansibar und der Nachbarinsel Pemba kamen nicht nur von den Omanis, sondern auch aus dem südwestlichen Arabien, aus dem Iran, Irak und aus Indien. Am deutlichsten spiegelt sich diese vielfältige Herkunft in den Gesichtern der Menschen wider. Die meisten Omanis mussten Sansibar während der Revolution 1964 verlassen. Ihre Häuser und die der indischen Kaufleute mit prächtig geschnitzten Portalen werden heute zu einem Großteil von der Swahili sprechenden schwarzen Bevölkerung bewohnt. Die ursprünglich arabische Altstadt verfällt zusehends. Doch gerade weil der tansanischen Regierung die Geldmittel zum modernen Ausbau der Stadt fehlen, blieb auf Sansibar die exotische Tropenatmosphäre erhalten. Erinnert noch vieles an den Glanz der Seefahrerzeit, stößt man auf Spuren des berüchtigten Sklavenhandels und der von hier ausgegangenen Entdeckungsreisen ins Innere Afrikas. Das Gebäude der Ithnashery-Armenklinik mit reichen Holzschnitzereien wurde 1899 unter der Regierung Königin Victorias von England errichtet. 9 Jahre zuvor, im Jahre 1890, hatte Bismarck diese ehemals deutsche Kolonie gegen die Insel Helgoland mit den Briten getauscht. Nach der Hitze des Tages füllen sich gegen Abend die Straßen des Bazar. Bereits 100 Jahre nach Einführung des Islam
brachten omanische Seefahrer diese Religion nach Ostafrika. Täglich war kaum geeignet für Seereisen über das offene Meer zur Zeit der heftigen Monsunwinde. Die heute gebauten Boote sind kleiner als jene Segelschiffe, die man früher für Hochseefahrten benutzte. Dennoch gleichen sie äußerlich den klassischen Boom der Fernostfahrten. Auf einer portugiesischen Karte von 1519 sind vor der südarabischen Küste neben den europäischen Schiffen mehrere arabische Boom mit dem Halbmond im Segel erkennbar. Dieses Trümmerfeld war einst eine der wichtigsten und reichsten Hafenstädte Omans, Kalkat. Der portugiesische Eroberer Albuquerque legte die Stadt Anfang des 16. Jahrhunderts in Schutt und Asche. Auch hier zeugen Scherben chinesischen Porzellans von Reisen ins Reich der Mitte. Bisher hat niemand in Kalkat wissenschaftlich gegraben. Noch liegt die Stadt verlassen und unberührt. Das einzige erhaltene Bauwerk ist ein Mausoleum für die geheimnisvolle Bibi Miriam. Im 14. Jahrhundert besuchte der berühmte arabische Reisende Ibn Battuta die Stadt Kalkat. Er berichtet: Kalkat besitzt gute Bazare und eine äußerst schöne Moschee, deren Wände mit feinen Kacheln ausgelegt sind. Die Bewohner sind Handelsleute und leben ausschließlich von den Gütern, die über den Indischen Ozean kommen. Die Ankunft jedes Schiffes versetzt die Stadt in größte Freude. Längst ist der Hafen versandet. Von hier aus liefen auch die Segler nach Ostafrika aus. Entlang der Küste Dhofars, an der Insel Socotra vorbei, zum Archipel von Lamu und weiter zu den Städten an der Festlandküste des heutigen Kenia bis nach Sansibar, das einst Sinje hieß. Wie damals übernehmen kleinere Segler, sogenannte Jihazi, den Küstenverkehr zwischen den Korallenriffen. Kamen die ersten Funde zutage: Bronzefragmente, Tonscherben und Fischknochen. Jedem Archäologen fällt ein bestimmter Bereich in den abgesteckten Planquadraten zu. Omanis aus den nahegelegenen Dörfern wurden bald zu begeisterten Ausgräbern mit viel Feingefühl und scharfen Augen für unscheinbare Kulturreste. Sie waren fasziniert davon, dass in ihrem Stammesgebiet schon vor 4000 Jahren Menschen gesiedelt haben. Serge Clusius ist einer der besten Kenner arabischer Vorgeschichte. Großzügig erlaubte er uns Aufnahmen der noch unveröffentlichten Fundstücke, die sorgfältig verpackt und katalogisiert auf ihre weitere Auswertung im Labor warten. Neben Kupferbarren und Muschelringen ist vor allem dieser Knochenkamm bedeutsam, da die Ornamente klar auf seine Herkunft vom Indus hinweisen. Ebenso wichtig sind diese Scherben mit charakteristischen Ornamenten der Induskultur. In den Hausresten kamen auch mehrere Bronzesiegel ans Licht, die ebenfalls etwa 4000 Jahre unter Geröll und Sand erhalten blieben. Ein Fischhaken aus Bronze und ein Stück Erdpech mit Abdrücken von Meerestieren und Pflanzenstängeln. Es diente wohl als Dichtungsmaterial in einem der primitiven Binsenboote.
Diese Schale aus Speckstein vom Indus beweist ebenfalls, dass von hier eine regelmäßige Seeverbindung mit Asien bestand. Bereits zur Blütezeit der Induskultur müssen aber auch zahlreiche Landwege Oman und das übrige Arabien durchzogen haben. Denn auch weit im Hinterland wurden Tonscherben derselben Kultur gefunden. In Expeditionsberichten aus der Anfangszeit archäologischer Forschung in Oman hatten wir nach Hinweisen auf alte Siedlungsreste im Landesinnern gesucht. Ein Bericht von 1976 beschrieb erstmals eine Reihe von eigenartigen Gräbern, die westlich der Sandwüste von Wahiba in einem Felstal namens Al-Ain liegen sollen. Genaue Karten von diesem Gebiet gibt es nicht. Und im Landesinnern, in den steinigen Wüsten hinter dem mächtigen Küstengebirge. Um zu den alten Städten im Innern des Landes zu gelangen, muss man erst einmal das Bollwerk der Küstenberge überwinden. Bis zu 3000 Meter hoch ragen die Felsen über den wasserlosen Schluchten. Viele mühsame Tagesreisen trennen die historischen Festungen, die Forts und Oasensiedlungen von der schutzlos offenen Küste. Aber auch diese Bauwerke fielen den Wirren der Geschichte zum Opfer. Die verfallenen Fassaden und Gemächer lassen noch den Glanz vergangener Zeiten ahnen, als der Handel dieses Land reich gemacht hatte. Auch Sindbad kehrte von jeder seiner abenteuerlichen Reisen als reicher Mann in die Heimat zurück. So jedenfalls behauptet die Legende. Ein idealer Platz für Märchen und Sagen, der Suk. Auf dem typischen Markt trifft man sich zu Palaver und Geschäften. Ein alter Mann versucht gerade einen omanischen Krummdolch, einen Kanjar, zu versteigern. Bei den Männern, die nach der Hitze des Tages hier zusammenkommen, stößt er allerdings auf wenig Interesse. Wir reisten, erzählt Sindbad, von einer Insel zur anderen, von einem Meer ins andere, von einer Küste zur anderen. Überall, wo wir ankerten, kauften oder tauschten wir unsere Waren. Mit Kupfer und Erzen, Teppichen und Datteln, Baumwolle und Leinen machten sich die Männer auf den Weg. Wenn sie zurückkamen, hatten sie Seide und Porzellan aus China, Teakholz und Reis aus Indien und Sklaven und Elfenbein aus Ostafrika geladen. Auf den Suks wurde das alles unter die Leute gebracht. In der Oasenstadt Adam am Rande der zentralen Steinwüste Omans stoßen wir in einer Die Festung Bachla war über Jahrhunderte Sitz des Imam, des geistlich-weltlichen Herrschers von Oman. Genauso bekannt ist Bachla allerdings auch für seine Magier und seine Geister, die Djinns. Die Küste an der Straße von Hormus, der Meerenge zum Persischen Golf, bildete ideale Schlupfwinkel für die ersten Siedler. Schon vor mehr als 7000 Jahren, so nimmt man an, ließen sich in den geschützten Buchten dieser natürlichen Festung Fischer und Sammler nieder. Damals regnete es hier wesentlich mehr als heute, sodass sich Menschen entlang der gesamten Küstenlinie Arabiens ansiedeln konnten.
Wahrscheinlich bestanden die ersten Boote dieser Küstenbewohner aus Binsen und anderem leichten Pflanzenmaterial. Für diese einfachen Fischer muss die Eroberung des ihnen völlig fremden Meeres ähnlich verlockend und schwierig gewesen sein, wie für uns heute die Erforschung des Weltraums. Vor einigen Jahren machte der italienische Archäologe Professor Tosi am Cap Algines einen sensationellen Fund. Bei einem Spaziergang am Strand, wo die Seeschildkröten nachts zur Eiablage an Land kommen, entdeckte er im Sand eine kleine Tonscherbe. Sie war mit unbekannten Schriftzeichen versehen. Bis heute ist diese 4000 Jahre alte Schrift noch nicht entziffert. Doch ihre Herkunft weist eindeutig auf die Kultur am Indus hin. Und die liegt immerhin 500 Kilometer weiter östlich auf dem asiatischen Festland. Sollte damals tatsächlich eine direkte Verbindung zwischen der Ostspitze Arabiens und der Hochkultur am Indus bestanden haben, es wäre die weltweit früheste Schifffahrtslinie über das offene Meer. Auch in Harappa im heutigen Pakistan fand man vergleichbare Tonfragmente mit Schriftzeichen und Ornamenten. Maurizio Tosi und Serge Clusiou von der Pariser Sorbonne erhielten von der omanischen Regierung die Erlaubnis, am